Salü! Was war das denn? Das war, glaube ich, komisch. Salü und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben ja im letzten Video gesagt, dass wir noch ein schönes Foto machen wollen von dem Tisch, den wir gebaut haben, am Lac de Guerlédon. Und genau da sind wir jetzt gerade. Und wir wollten diese schöne Abendstimmung, die jetzt gerade ist, es ist jetzt irgendwie 8:30 oder sowas, die wollten wir nutzen für ein cooles Foto. Hat ehrlich gesagt nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht liegt es auch einfach an mangelnden Fähigkeiten an der Kamera, weil ich habe das ja oder auch nie gelernt. Ja, manche. Ach so. Vielleicht liegt es an mir, aber es war nicht ganz einfach, so ein schönes Foto hinzukriegen. Naja, darum soll es in diesem Video gar nicht gehen. Es geht um was ganz, ganz anderes. Aber wir wollten euch einfach nur mal irgendwie den schönen See hier zeigen. Wunderschön hier. Was jetzt übrigens gerade nur ein Bruchteil von dem See ist. Der See schlängelt sich hier nämlich regelrecht durch die Landschaft. Und wir befinden uns ungefähr in der Mitte. So, wir fahren jetzt wieder nach Hause und morgen geht es dann mit dem eigentlichen Projekt los. Ja, mit dem, was wir eigentlich vorhaben. Und zwar wollen wir in diesem Video einen neuen Tomatenunterstand bauen. Wir haben ja bereits schon mal einen Tomatenunterstand gebaut und zwar genau hier, wo wir gerade sitzen. Aber der hat das bretonische Wetter nicht überlebt. Genau, außerdem war das Dach einfach nicht steil genug. Da hat sich Wasser angesammelt und ist dann irgendwann gebrochen. Also werden wir es diesmal etwas anders bauen und auch nicht hier, wo der alte Tomatenunterstand war, sondern da drüben und da gehen wir jetzt mal hin. Und hier, wo der alte Tomatenunterstand war, soll zukünftig meine Pflanzecke entstehen, weil diesen Platz wollen wir weiterhin nutzen. Hier soll ein richtiger Pflanztisch sein, dass man auch auf Tischhöhe arbeiten kann, dass es für einen selber angenehmer ist und nicht da unten irgendwie auf dem Boden rumkraxelt. Aber das ist ein anderes Projekt. Da hinten ist unser Gemüsebereich und hier soll zukünftig oder hier soll jetzt unser Tomatenbereich entstehen. Weil hier ist es richtig windgeschützt und diese Wand spiegelt nochmal das Licht richtig schön auf die Tomaten. Die Sonne ist zwar jetzt noch nicht da, aber in einer halben Stunde wird sie auf jeden Fall hier sein und den ganzen Nachmittag hier drauf scheinen. Also perfekt für die Tomaten. Wir haben wirklich lange, lange überlegt, wo wir dieses Tomatendach hinbauen. Weil, sind wir mal ehrlich, so ein Tomatendach ist nicht unbedingt das Schönste, weil wir werden das auch aus einer Folie machen. Aber egal, wie man es baut, irgendwie ist es nie so wirklich schön. Hier ist sowieso so eine Ecke, da guckt normalerweise keiner hin. Hier gucken wir auch nicht hin. Hier ist ja sowieso dieser hässliche Hangar vom Nachbar. Gestern haben wir uns so ein paar, Stelzen? Supports à planter galvanisiert. Gestern haben wir uns diese Dinger hier schon gekauft. Holz haben wir auch schon. Und jetzt geht's los mit dem Bau. Da brauchen wir noch einen Hammer. Übrigens direkt hier neben unserem Walnussbaum, den wir selber vor anderthalb Jahren oder sowas gepflanzt haben, wann wir wohl die ersten Walnüsse ernten können. Ah, oh, ist der nicht schön? Guck mal. Wie cool, ey, unseren eigenen Walnussbaum. Richtig groß schon. Und irgendwann fälle ich den Baum und einen Bauentisch raus. Was? Nein. In 100 Jahren. Naja, okay. Das hake ich jetzt auf jeden Fall alles zusammen und dann haben wir gleichzeitig Einstreu für den Hühnerstall, nachdem es natürlich getrocknet ist. Wir haben ja schon den ersten Pfosten gesetzt und jetzt gerade kann man super sehen, wie die Sonne jetzt so langsam hier rumkommt. Um 10:30 haben wir es jetzt und jetzt sieht man hier, ist es noch im Schatten. In ein paar Minuten ist es hier aber voll in der Sonne. Und ja, was meint ihr, ist das eine gute Idee, die hier hinzusetzen, obwohl hier erst um 11 Uhr Sonne kommt? Aber wir haben gerade noch mal nachgelesen, Tomaten brauchen mindestens 6 Stunden Sonne. Und okay, von 11 bis 20 oder 19 Uhr ist hier auf jeden Fall Sonne. Also es sind ja deutlich mehr als 6 Stunden. Also von daher müsste der Standort hier eigentlich gar nicht so verkehrt sein. Es ist ja ungefähr immer eine Stunde länger hell als in Deutschland. Da ist sie, die Folie! Ey, meine Folie, nicht schon zerstören, bevor sie überhaupt ausgepackt ist. Sehr gut, die macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Nicht zu dünn, außerdem ist die jetzt in diesem Fall noch so verstärkt, dass die hier so ein Netz eingearbeitet hat. Weil wir kennen ja mittlerweile hier die Windgeschwindigkeiten teilweise und wir dachten uns, das kann einfach nicht schaden. Die Folie hat 30 Euro gekostet und irgendwie macht die einen richtig stabilen Eindruck. Mit Ösen,
4x6 Meter, Ösen sind da auch dran, also wir können doch das richtig dick befestigen. Ey. 160 Mühe hat die übrigens, aber eben noch verstärkt mit so einem Netz. 30 Euro, da kannst du nichts gegen sagen. Nö, super. Da kann man nicht meckern, wie der Deutsche gerne sagt. Du, da kann man nicht meckern. Ja, dann können wir ja jetzt die anderen Pfähle setzen. Oniva. Kannst du auch noch mal gucken? Jo, ja, ne? Passt. Oh, jetzt ist es auch echt warm, wenn die Sonne hier rumkommt. Das nennt man Vertrauen. Das hier sind jetzt die beiden Latten, die zusammen die Breite von 6 Meter haben. Die Folie wird nachher hier festgemacht und dann wird die hier um die Kante rumgezogen. Auch wenn die Folie ziemlich stabil erscheint, wir dachten uns jetzt, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, hier einen großzügigen Radius anzufräsen. Damit das nicht so scharfkantig ist, ne? Ja, genau. Dann geht die Folie halt schön so um so einen Radius und hält hoffentlich auch länger. Also machen wir das so. Hey, willst du helfen? Ja? Viel besser. Also das ist super mit den Ösen. Und 30 Euro, das ist nicht zu teuer. Diese 160, das waren übrigens, glaube ich, keine Mühangaben, sondern das sind 160 Gramm pro Quadratmeter, habe ich auf der Rechnung gelesen. Das wird schon ein ganz schönes Monster. Und das wollten wir wirklich nicht bei uns da im Garten haben, wo wir von der Terrasse aus die ganze Zeit drauf gucken. Das ist schon ganz gut, dass das hier hinterm Haus ist. 4x6 Meter. Planänderung, wir bauen jetzt alles nochmal ab. Das funktioniert einfach alles so nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt montieren wir alles wieder ab und bauen ein Dach auf den Boden und setzen das anschließend auf diese Pfähle drauf. Das Problem ist ja, wenn man die Folie jetzt einfach nur oben so auf den Balken schrauben würde, dann würde hier ja der Wind zwischendurch pusten können. Das flattert, das leiert sich aus und geht irgendwann kaputt. Das heißt, besser wäre es ja, wenn die Folie einmal hier so drumherum geht. Aber das nicht nur auf der einen Seite, sondern eben an der anderen Seite hier auch. Das heißt, man muss an allen vier. Ja, an allen vier Seiten. Einmal so legen und dann irgendwie einmal falten. Aber so kann der Wind einfach nicht mehr hier von keiner Seite mehr durch. Und so wollen wir das eigentlich haben. Das war aber so irgendwie nicht realisierbar mit dem, was wir da jetzt schon montiert hatten. Und deswegen haben wir gesagt, es muss alles wieder abgebaut werden. Wir machen das jetzt anders. So, dass wir das eben von allen vier Seiten einmal drumherum spannen können. Und dann setzen wir das Ganze auf den Pfählen drauf. Es ist so anstrengend, die Sonne ballert so. Ich habe so einen Durst. Wir machen jetzt erstmal Pause, bauen den Rahmen und dann sehen wir uns wieder. Wir sind ja auch nur noch diese Woche hier. Wenn ihr das Video direkt am Sonntag seht, dann sind wir gerade unterwegs. Annika richtet gerade unsere neue Überwachungskamera ein, damit hier auch alles safe bleibt. In Deutschland haben wir einiges an Material wieder, was wir hier mit hinbringen und wir haben ein bisschen was zu erledigen. Zum Beispiel braucht unser Anhänger TÜV, der ist ja noch in Deutschland zugelassen. Wir haben also einiges zu tun und müssen einiges packen in Deutschland. Und wenn wir dann wieder zurück sind, dann kommt ein junges Paar mit ihrem Bulli, mit ihrem T3. Wir wollen den Ausbau hier nämlich in der Werkstatt machen. Die kommen wahrscheinlich so für ungefähr 2 Wochen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend für mich auch vor allem, weil ja, so oft habe ich das ja auch noch nicht gemacht. Aber es ist ein echt cooles Auto, so ein grüner T3, da freue ich mich auch schon drauf, wenn die beiden kommen. Aber es nützt nichts, wir müssen jetzt noch weitermachen. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. With me.
Wir kommen gerade echt gut voran am Rahmenbau, also auf dem zweiten Versuch klappt es endlich, aber wir haben gerade was entdeckt. Wir sind hier nämlich gerade am Erdbeerfeld und die ersten... Erdbeerfeld. Ja, Erdbeerfeld ist ein bisschen übertrieben. Die ersten Erdbeeren sind rot und wir probieren jetzt mal die ersten Erdbeeren. Ich habe schon mal die besten gepflückt, die sind noch nicht ganz reif, aber komm, für Ende Mai die erste Erdbeere aus dem eigenen Garten. Wir testen mal. Wir testen. Mmh. Ne, schmeckt gut. Also dafür, dass sie noch nicht ganz rot war, schmeckt die echt gut. Boah, mhm. Wie viele hier dran sind, das ist unglaublich. Boah, geil. Aber trotzdem sollten wir da jetzt ein Netz drüber machen, weil Vögel und so lieben auch Erdbeeren. Ja. Boah, da ist doch noch so eine richtig dicke. Oh, lecker. Zwei. Hey, komm, die gönnen wir uns noch. Komm, die gönnen wir uns auch noch. Jawohl, ja, hatten... habe ich auch gedacht. Ja, komm, wir warten noch. Ja, komm, wir warten noch. Komm, so. Dafür schmecken sie demnächst umso ja, besser. Ja, das stimmt. Wenn jetzt der Wind kommt, da haben wir ein Problem. Noch weiter. Noch ein Stück eigentlich. Ja. Alter, ist das ein Monstrum, ey. Wir haben ein Shelter. Wir müssen es auf jeden Fall jetzt dringend festschrauben, sonst kommt der Wind und pustet uns das Dach wieder weg. Oh, oh Alter. Alter, nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott, oh Katastrophe. Nein. Oh nein. Ja, dieser scheiß Wind. Ja, Mann, manchmal verfluchen wir ihn. Ah! Oh, jetzt schnell festmachen ja, und hoffen, wirklich, dass kein Wind kommt. Oh, die Scheibe ist runtergefallen. Steck mal drauf. Ich brauche jetzt noch eine zweite. Oh mein Gott, das wäre es mal geschafft. Ja, hinten ist fest. Alles gut gegangen. So, mittlerweile sind wir so weit, dass nur noch eine einzige Schraube fehlt und dann ist die Folie erstmal ringsherum ganz gut gespannt. Das heißt, die schrauben wir jetzt einmal noch hier rein. Warte, ich krieg das nicht. So, geil, das war's. Was allerdings jetzt noch fehlt, sind die Verstrebungen hier innerhalb dieses Rahmens und Abspannen mit Seilen wollen wir das Ganze auch noch. Und dann kann der Sturm kommen. Ja, dann wollen dann sind wir halten. Wirklich safe. Also es macht gerade wirklich einen richtig guten Eindruck. Es ist auch so schon relativ gut gespannt und top. Haben wir gut hingekriegt. Hier haben wir noch diese Latte festgeschraubt, wo wir die Folie dran befestigt haben. Aber das hat zwei Funktionen. Das hält einmal die Folie und zweitens wollen wir hier noch Dachrinnen dran bauen. Das fehlt nämlich auch noch, aber erstmal muss das hier einmal auf Länge gesägt werden. Oh. Jetzt fehlt noch die Dachrinne. So, wir bereiten uns jetzt alle Halter für die Regenrinne vor. Das ist der Halter für die Regenrinne und dann schraube ich da jetzt einfach mal so einen Winkel dran und dann können wir das ja gleich schön unter diese Holzlatte schrauben. Ein derbes Gefälle haben wir da drin. Also das Regenwasser macht, das nimmt Fahrt auf, sagen wir mal so. Derbe Gefälle. Ja, es hat sich einfach so ergeben. Es sind auch einfach die Bodengegebenheiten, die geben einfach sowas vor, da hast du keinen Einfluss drauf. Da müssen wir einfach mit klarkommen. Geh doch in den Schatten, ist doch viel zu warm. Ist doch viel zu warm. Danke, ich weiß das sehr zu schätzen. Dankeschön. So, Halter, Schraube, Winkel, Scheibe, Mutter und festziehen. Nimm mal eine Schraube. Ja, die muss ja mehr oder weniger auch da drunter, ne? Also mittig macht den, oder nicht? Ja. Jo, Nummer 1. Da bringen wir jetzt eben noch 14 Stück von an und dann kommt die Regenrinne dran. Und dann brauchen wir nur noch Regen. Die nächsten 2-3 Wochen ist erstmal kein Regen gemeldet. Ob das der Garten überlebt, das seht ihr in 3 Wochen. Okay, wir machen jetzt einen Test. So, wir machen jetzt das zweite Mal einen Test. Wir haben eben schon einen Test gemacht, da war das scheiß Mikrofon nicht an oder hat nicht funktioniert. Wir tun jetzt so, als wäre nichts gewesen. So, wir machen jetzt den ersten Test und schütten mal eine Gießkanne auf das Dach und gucken, was passiert. Oh, das Wasser kommt und fließt in die Regenrinne. Ja, es funktioniert. Also wir haben eben schon festgestellt, wenn es jetzt richtig stark regnet, dann wird das Wasser hier einfach so drüber schießen, aber wenn es jetzt nicht gerade so mega stark regnet und da keine Wassermassen kommen, dann tropft das hier ganz gut runter, diese gerade Fläche, und einfach dann in die Regenrinne. Das heißt, das funktioniert ganz gut. Ja.
So, zwischendurch noch das Heu wenden, ne? Ach, so, wunderbar. Was die wohl reden? Und warum sind die zu dritt? Irgendwie scheinen die sich um dieses eine Loch da in der Wand zu streiten. Ja, könnte man stundenlang zugucken und zuhören. Aber es muss ja weitergehen. Tag 3 ist übrigens angebrochen. Boah, Alter. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber was für eine Staubwolke. Es ist wie Hochsommer. Es ist so furztrocken, ey, wirklich. Es ist unfassbar. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt fast fertig mit unserem Tomatendach. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Abspannung, weil, ey, ihr hört es doch, oder? Es ist so windig, schon so lange und es ist auch die nächsten 2 Wochen noch windig. Das kann einem manchmal, wenn man draußen ist und dann auch noch filmt, wo der Wind echt stört, das kann dann tierisch auf den Nerven gehen. Naja, ich will gar keine schlechte Laune verbreiten. Ich will jetzt hier diesen, meinen Hering in die Erde kloppen. Hammer. Wir haben Gott sei Dank noch Draht da und solche Spanner hier, damit kann man dann den Draht richtig schön spannen. Und dann bin ich auch echt froh, wenn wir fertig sind. Das soll erstmal reichen, nachspannen kann man immer noch. Das muss ich alles erstmal ein bisschen setzen und finden. Jo, 24 Quadratmeter nur für unsere Tomaten. Echt viel Platz. Ja, meine Tomaten hatten irgendwie ein bisschen Startschwierigkeiten. Die sind noch echt klein und irgendwie sehen die gar nicht so gut aus. Und ich schäme mich ein bisschen dafür. Aber gut, was willst du machen? Ich schäme mich für meine Tomaten. Ja. Dafür, ey, wir wollten noch eine Erdbeere essen. Ja, ganz zum Schluss. Ja, okay. Also verglichen mit anderen Tomatendächern haben wir echt ein Monster hier. Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, wir wollen ja auch weitestgehend irgendwann mal als Selbstversorger leben. Zumindest in den Bereichen, wo es gut realisierbar ist. Und im Bereich Tomaten, wenn man jetzt die ganzen Tomaten zu Tomatensoße verarbeitet, das richtig einkocht oder wie auch immer das heißt, dann kann man sich doch durchaus schon komplett über ein Jahr mit Tomatensoße selbst versorgen, oder nicht? Doch, klar, auf jeden Fall. Ja. Das machen ja total viele. Und wenn Saison ist, hast du auch noch frische Tomaten. Und Julian bekommt jetzt zum Geburtstag am 3. Juni einen Weg-Einkaufautomat. Juhu! Also einkochen next level. Ja. Ja, und wer weiß, vielleicht kommt irgendwann die Zeit, wo wir keine einzige Tomate mehr kaufen. Oder auch alles, was alles drumherum. Ja, frische Tomaten im Winter, klar, brauchst du. Ja, okay, aber so Tomatensoße, ja, dieses ganze Zeug, was man halt sonst so aus der Dose und sowas kauft, wollen wir halt ja eigentlich alles selber machen. Ja, das ist das Ziel. Deswegen haben wir halt auch ein großes und wirklich sehr, sehr stabiles Dach gebaut. Wir können ja noch einmal kurz zeigen, wie wir das jetzt alles umgesetzt haben. Hier habe ich jetzt auf jeden Fall noch ein paar Querstreben eingesetzt auf jeder Seite. Dann haben wir jetzt hier oben auf dem Dach noch 1, 2 solche Streben. Eigentlich fehlt in der Mitte auch noch eine dritte Strebe, aber wir haben einfach kein Holz mehr. Das heißt, irgendwann kommt hier noch eine dritte Strebe in der Mitte hin. Dann habe ich die 4 Ecken jetzt abgespannt, hier mit so einem Seil. Da ist ein Winkel dran, da ist ein Seil befestigt und das geht da in den Boden an meinem 50 cm Hering befestigt. Dann haben wir an der Folie überall, alle 30 cm bestimmt oder so, noch eine Schraube reingesetzt. Und von hier oben drauf haben wir noch ein Holz montiert. Hier in der Mitte auch, damit die Folie einfach nicht mehr nach oben springen kann oder nach oben gepustet werden kann vom Wind. Die ist halt von oben hier in diese untere Holzlatte mit reingeschraubt. Und ja, das macht doch einen richtig guten Eindruck. Dann hat unsere Dachrinne natürlich ordentlich Gefälle. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das jetzt hier mit dieser Box machen, weil das ist jetzt noch gerade offen. Vielleicht bleibt die auch gar nicht da stehen, weil die ist ja irgendwie schon so ein bisschen hässlich, kann man wirklich so sagen. Naja, ihr werdet es sehen, wie wir es machen auf diesem Kanal. Wenn ihr ihn abonniert. Willst du die pflücken? Dann pflücke ich mir hier die. Oh, die riecht schon richtig lecker. Ja, jetzt zum Schluss des Videos geben wir uns noch eine Erdbeere. Boah, richtig saftig. Morgen kommen noch ein paar Campergäste, das auch noch. Wir haben schon gerade echt ein bisschen Zeitdruck. Aber gut, wenigstens das Projekt mit dem Tomatendach ist jetzt abgehakt. Und das zu einem wirklich sehr, sehr zufriedenstellenden Ergebnis. Und zu einem guten Preis. Ja, doch. Muss man ja auch mal sagen.
Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für diese Woche und wir sagen au revoir et à bientôt. Nächste Woche dann vielleicht ein Video aus Deutschland. Also, wenn es interessiert, nächste Woche wieder einschalten. Ciao, ciao. Mehr Erdbeeren sind nicht reif? Oder, oder ist da noch was dran? Wir können mal da hinten noch gucken. Ich will noch eine essen. Ja, komm, wir gucken mal.